Also bevor ich mit der Erbrasch loslege, möchte ich euch mal zeigen, wie der aktuelle Baufortschritt ist. Ich habe die Bereiche zwischen den Gleisen mit ganz feinem Sand aufgefüllt. Das ist aus Schmelzsicherungen. Der ist also so fein, da kommt kaum ein herkömmlicher Industriesand mit. Habe den hier schon mal festgeklebt mit der Weißleim-Spüli-Wassermischung und habe schon mal alles getestet, wie es fährt, also beziehungsweise geschoben. Die Betonplatten sind also wunderbar eingepasst. Jetzt ist der nächste Schritt, dass ich den Bereich, der hier, naja, freie Strecke ist, über die Hausumfahrung. Dass ich die einschottere. Ich habe ganz feinen Steinschotter von der Firma Pollack. Und habe den schon mal mit dem Pinsel aufgebracht und dann habe ich hier einen, ja, so einen Massagestein. Man kann aber auch das Handy mit Vibrationsfunktion nehmen. Nehmen wir den an. Legt ihn auf die Gleise und macht ihn an. Und da hat man den Effekt, dass man wie eine Rüttelmaschine die Steine so gut verdichtet kriegt, dass es sich zwischen die Schwellen legt. Ja, und das muss ich jetzt hier hinten noch weitermachen. Dann kommt wieder die Weißleim-Spüli-Wassermischung drauf. Trocknet dann natürlich bis morgen locker durch. Und dann vielleicht, dann kann ich dann endlich mal mit der Airbrush arbeiten. Die Lackiervorbereitungen sind jetzt getroffen. Ich habe erstmal die Betonplatten abgedeckt und auch die ganzen anderen Bereiche natürlich auch, die jetzt nicht unbedingt mit Farbe eingedeckt werden sollen. Und dadurch, dass ich ja hier gelegte Teile habe, auch teilweise mit ja, schwarzer Umrandung vom Ausdruck von den Kästchen, als auch die selbst gegossenen, selbst erstellten Teile, hier sieht man mal den Unterschied zwischen dem gegossenen und dem gelegten Bereich. Muss ich das Ganze jetzt natürlich auf eine Farbe bringen und gegebenenfalls auch mal mit Ausgleichsmasse dann noch die Kanten füllen. Hier ist noch etwas, zum Beispiel, das muss ein bisschen angedrückt werden. Und dann hoffe ich mal, dass ich dann demnächst mit der Airbrush loslegen kann. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Lackiervorbereitung. Jetzt kommt eine dünne Schicht Grundierung drauf und dann geht's weiter. Juhu, ich freue mich. Ja, und nun ist der erste Airbrush-Gang erledigt. Ja, keine Sorge, das bleibt nicht so. Das ist jetzt erst einmal nur die Grundierung, beziehungsweise die erste Schicht, die dunklere Schicht von allen. Die habe ich jetzt gleichmäßig oder halbwegs gleichmäßig auf überall drauf gemacht. Und habe jetzt auch schon in dem ersten Teil, ich gehe mal hier vor, auch schon ihn wieder runter gemacht, weil ich brauche diese eher dunklere Farbe lediglich in den Fugen drin, damit es ja ein noch besseres 3D-Muster ergibt. Und darauf kommt dann noch eine Schicht helleres Grau, was die ganze dann noch etwas, die oberen Steine dann noch etwas einhebelt. Aber ich denke mal, die Methode ist eigentlich durch Zufall entstanden bei meinem letzten Segment. Ich hatte schlichtweg das falsche Grau gegriffen, hatte es zu dunkel gemacht, habe mich gewundert, irgendwas stimmt da nicht. Habe es wieder runtergewaschen und dabei festgestellt, die Vertiefungen oder die Schattierungen in den Fugen der Steinchen, die bleiben, wenn man das oben wegmacht und dann einfach die obere Schicht mit dem helleren Grau. Und das Ergebnis war für meine, ja, für meinen Geschmack so, wie ich es haben wollte. Ja, und jetzt putze ich noch weiter das Grau runter. So sieht es mittlerweile aus. Also habe da ganze Arbeit geleistet. Und wenn das Grau drauf kommt, verschwinden auch die diese Maskierbänder, damit auch die Betonplatten auch noch eine kleine Alterung bekommen, damit es alles gleichmäßig ausschaut. Ja, da werde ich jetzt mal weitermachen und dann sehen wir uns wieder. So, und mit der zweiten Farbbehandlung. Diesmal habe ich von den Farben von Revell das Steingrau genommen, ist das Ergebnis jetzt endlich so, wie ich es haben will. Die hellen Stellen hier sind jetzt noch vom
Feinschleifen der Schienen, da kommt dann am Ende nochmal, weil ich hatte ja noch Grundierung am Schienen, kommt dann am Ende nochmal ein Hauch Steinkraut rüber und dann werden die Gleise mit etwas Alkohol und einem hohen Stäbchen abgezogen. Aber im Großen und Ganzen macht es das schon das her, was es hermachen soll. Ich habe hier jetzt auch die Flicken in den Straßen entsprechend gemacht. Das Ganze natürlich auch noch etwas abgemildert. Und hier die Ausfahrt. Ich denke mal, unterm Strich wird das was richtig Gutes. Dass es auch nach was aussieht. Bisschen unglücklich bin ich hier mit dem Bereich. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht nochmal die Farbe abziehe und mal schauen, weil so richtig erkennt man hier das nicht, was es ist, aber da muss ich mal ein bisschen schauen. Im weiteren Verlauf ist es aber auf jeden Fall so, dass ich da jetzt erstmal mit zufrieden sein kann. Und ja, jetzt verfeinere ich mich noch und dann geht es dann Richtung Fußwegbau in der Innenschleife und dem Garagenhof, beziehungsweise hier der Ausgestaltung hier in dem Bereich. Und ja, jetzt nochmal die Gesamtansicht. Ich denke mal, ein schwaches Drittel ist ausgestaltet. Die nächsten Wochen werden dann noch arbeitsreich. Ja, und jetzt habe ich sogar noch mal ein paar Fahrzeuge hingestellt, damit ihr schon mal einen Eindruck gewinnen könnt, wie dann die Schleife aussehen wird. Und wenn man es jetzt mal so ranzoomt, ich denke mal, es hat sich von der Arbeit her gelohnt. Aber wenn es, ich sage es euch, eine Schweinearbeit war, aber man kriegt eine individuelle Gestaltung. Ich habe jetzt nochmal die angedeutete ehemalige Wendekurve nochmal entlackt, nochmal neu angebrusht. Und ja, jetzt sieht man auch das Pflaster. Ich gehe mal rum gegen das Licht. So. Also, ja, hier vorne dann der Weichenbereich, der muss jetzt noch ein bisschen final gereinigt werden. Links und rechts dann kommen dann noch die Fußwege hin. Der Bereich, wo das Wartehäuschen ist. Kleine Aussparung. Und hier soll ja dann die Kneipe hin. Die Straße mit dem Pflasterschäden bzw. Asphaltschäden, wo das alte Pflaster durchkommt. Ich habe sogar noch ein Stück, das hier richtig erkennen kann. Das Licht ist leider etwas zu schwach. Noch ein Stück alte Schiene noch angedeutet. War so ein bisschen Inspiration hinten am Dresdner Hauptbahnhof, die Bayerische Straße. Aber ist auch ein Gleis, was vor gefühlt 80 Jahren das letzte Mal befahren wurde. Noch guckt ab und zu mal durch die Pflaster, beziehungsweise nicht durch die Pflaster, durch die Asphaltdecke. Ja, hier haben wir auch den weichen Bereich schon eingearbeitet. Das Geschotterte, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Und ja, hier muss ich jetzt noch ein bisschen sauber machen. Da seht ihr, ich gehe mal mit dem Licht mit. Und das wird's. Hier kommt ja noch der Betriebshof. Wir gucken jetzt quasi aus dem Betriebshof in die Schleife rein. Und das ist dann der Bereich, wo ich mir dann das weiterführende offen halte. Und da ist nochmal die Gesamtansicht sehen will. Ich versuche es mal drauf zu bekommen. Der kann erkennen. So wird es dann aussehen. Ja, ich bedanke mich dann erstmal für eure Aufmerksamkeit und melde mich dann wieder, wenn es dann Richtung Fußwege gegangen ist, Richtung der Gestaltung hier, also das wird hauptsächlich Wiese, Garten, Biergarten etc. werden. Und dann hier der Garagenhof und die ganze Geschichte. Der Betriebshof muss noch warten, weil mir fehlt da
A, die Muße zum Bau von der Weichenkombination. Und vor allen Dingen mir fehlt auch dann erst mal nach dem ganzen Rumgepflaster einfach schier die Lust, da dann den weichen Bereich dann auch einzupflastern. Das mag man mir nachsehen. Das ist dann erst einmal genug des Guten. Ja. Mit diesen, ich hoffe, doch stimmungsvollen Bildern verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal und wer das Glück hat, wünsche ich schon mal eine schöne Urlaubszeit. Macht's gut, tschüssi!